hat ja dieses Jahr sogar einen Preis gewonnen mit dem Parkhaus. Was kann man denn mit dem Parkhaus jetzt als Kind alles so Schönes anstellen? Also man kann hier mit den verschiedenen Fahrzeugen aus dem Spielwelt oder auch dem Hubschrauber, der neu ist, eben hier hochfahren, aber genauso auch wieder runterfahren oder fliegen. Es sind verschiedene Spielelemente, zum Beispiel hier die Waschstraße, die Tanksäule, dass die Kinder auch ihre Autos tanken können. Hier ist zum Beispiel eine Hebebühne integriert, wo man dann das Auto reinsetzen kann. Genau, also viele Zusatzelemente. Auch hier ist so ein Stock, dass die Autos nicht weiterfahren können, eine Schranke sozusagen, die man dann wieder aufmachen kann. Also damit die Kinder viel Spielspaß dabei haben. Alles, was das Kinderherz begehrt. Genau. Sagen Sie, und kann man die Systeme auch irgendwie untereinander mischen? Weil Sie haben ja auch Schienen, wie ich mitbekommen habe. Genau. Man kann hier zum Beispiel diese Rampen abnehmen und dann Schienen, solche zum Beispiel, anschließen und dann auch ein komplettes Schienennetz sozusagen ranbauen und dann mit den Autos dort fahren und dann auch zwischendrin eben parken. Das Besondere sind hier ja tatsächlich diese Autos immer mit der Kugel, die hier integriert sind. Ne? Kann man die Kugeln denn auch austauschen und die Autos? Genau, man kann zum einen andere Kugeln hier in die Autos setzen, also es sind verschiedene Charaktere, verschiedene Gesichter. Die Kugeln kann man dann auch so durch die Bahn rollen lassen. Und die Autos gibt es auch teilweise ohne Kugeln und die haben dann auch Schwungmotoren, das heißt, die fahren von alleine weiter. Jetzt habe ich da hinten gesehen, da gibt es ja auch noch ja, wie so eine Art Xylophon, ne, wo ein Auto drüber fahren kann. Können wir das vielleicht uns auch mal anschauen? Ah, da ist es ja jetzt, das Xylophon. Was kann man denn damit alles anstellen? Genau, also es ist eine Kugelbahn, dort kann man eben die Kugeln rüberrollen lassen und dann hört man die Klänge. Ach, das ist ja lustig. Und wieder, ja, also da kommt auf jeden Fall Freude auf. Ich bin auch schon hoch motiviert. Und sagen Sie mal, was ist denn das? Das ist ja hier so ein richtig schöner Glitzerball. Genau, das sind unsere Effektkugeln. Und da ist Flüssigkeit innen drinnen und dadurch, wenn das rollt, sieht man, dass das Glitzer sich verteilt. Oh, und wow, man kann es auch als Flummi benutzen. So, jetzt will ich aber auch mal. Schöner pinker Ball. Hui! Und dann durch die Tür durch. Super!